Random. Guten Mittag, Nachmittag, wir haben schon ein bisschen spät. Es ist viel passiert in letzter Zeit. Was? Was? Ah, Andrew hat meine GoPro verloren. Das ist was ich meine. Und wir waren gestern in Budapest und wir gehen jetzt halt gerade eben nochmal nach Budapest. Aber jetzt gehen wir in ein Schwimmbad. Okay, jetzt gibt's Ausschnitte von gestern in Budapest und von jetzt. Hat sich gelohnt. Also wir sind jetzt fertig. Wir fahren jetzt dorthin, wo wir angeblich mit der Fähre fahren könnten. Und das ist unser Bus heute. Ja, voll geil. Ich bin tiefenentspannt gerade eben und ich spüre meine Füße wieder. Und ich habe einen Sonnenbrand auf der Nase. Und jetzt haben wir nämlich gestern aus Zufall herausgefunden, dass man so einfach so mit der Fähre ja auch zum Siget fahren kann, wenn man so einen Citypass hat. Und der hat halt irgendwie jetzt hat 15 Euro gekostet für 2 Tage. Und jetzt fahren wir noch Boot. Mal gucken, ob das cool wird. Wir machen jetzt Bootsparty. Mir ist auch übrigens aufgefallen, dass ich so ungefähr den übelsten Touri-Look habe. So. Schöne Sonnenbrand auf der Nase, Brillenbändchen und natürlich nur Flipflops im Urlaub, ne? Much wow, such amazing. One kiss is all it takes, falling in love with me. Oh Mann, ist das traurig. Is it just we both lose in our minds. Und aber wir waren immer im Mist beim letzten Lied waren wir da. Wir haben sie gesehen. Wenn auch nur so klein und ganz kurz, aber wir haben sie gesehen. Eva und Conny suchen mich. Hi. Habt ihr mich gesucht? Ich hab mich die ganze Zeit gesehen. Ich dachte, ihr sucht
Nee, ich fand das voll. Ich fand das voll lustig. Das, was ihr gerade eben mitbekommen habt, passiert ungefähr so einmal am Tag. Dann fangen einfach random Leute wegen irgendwas an zu klatschen und der ganze Campingplatz macht irgendwann mit und irgendwann hört man so noch ganz leise ein Echo von irgendwo weiter hinten so. Er verliert einfach gleich seine Hose. Wisst ihr übrigens, dass das Beste an der Sache ist, dass ihr nur so bis ungefähr 9 schlafen könnt, weil sonst die Sonne auf dein Zelt scheint und du quasi stirbst vor lauter Hitze. Du kannst halt auch erst um 5 schlafen gehen, weil dann die Bacardi Stage aufhört, Bass zu spielen. Ich versuche jetzt zu schlafen. Wir sehen uns morgen mit meiner Morgenroutine. Also nicht morgen, sondern halt wann der nächste Vlog online kommt. Ich bin so gut im Vlog. Gute Nacht, okay, tschüss!